Hat das Opening wirklich so viel gespoilert? Es hat ja schon angefangen mit Gazo. Dass wir von Anfang an Gazo im Opening gesehen haben und sich wahrscheinlich jeder gefragt hätte, wer ist das eigentlich? Und jetzt die Aufführung, die Schneewittchen-Aufführung. Wird es wirklich so in der Serie vorkommen, wie es im Opening ist? Denn im Moment schaut es eher so aus. In der Episode wurden beide entführt. Masamune und Gazo. Masamune wurde von Akis Leibwache entführt und Gazo wurde von Yoshino entführt und gefangen gehalten. Doch schafft es Masamune dann zu entkommen und erfährt eben am Ende, dass Gazo auch fehlt, aber dass gleichzeitig die andere Klasse mit Aki ihr Stück aufführen, als wäre nichts gewesen. Und sich dann schnell auf den Weg macht, trotz seiner Erkältung. Damit hat die Episode dann geendet. Somit war jetzt nach dem Anschauen mein erster Gedanke: Wird es jetzt so sein wie im Opening? Und zwar, meine Idee ist folgende: Dass in der nächsten Folge zieht er sich um in die Prinzenrolle, in das Prinzenoutfit und geht dann einfach am Schluss zu Aki, Schneewittchen, die er im Sarg liegt, hin und küsst sie wie im Opening. Die Episode hatte echt noch wirklich wieder einige lustige Momente. Bei Masamune-kuns Revenge habe ich nie wirklich das Gefühl, dass es langweilig wird. Es passiert immer etwas Lustiges und die Episoden sind immer vollgepackt mit Informationen. Was unter anderem lustig war, war das eine, dass Kojiro anfängt, für Neko Gefühle zu entwickeln und denkt, er muss jetzt ein männlicher wirken und versucht ab jetzt Ore anstatt Boku zu sagen, wenn er über sich selber redet. Was natürlich vollkommen nach hinten losgeht und nicht funktioniert. Denn Neko schaut ihn ganz komisch an, als er es versucht, während sie dabei ist, Getränke zu holen für sich und Masamune, nachdem sie ihn im Krankenzimmer hingelegt hat, mit der sich am vorigen Tag eine Erkältung angefangen hat. Da er seiner Mutter beweisen wollte, und das war die nächste lustige Szene in der Folge, dass er ja gar nicht krank ist, weil er ein paar Mal genießt hat und seine Schwester geschrien hat, dass er vielleicht eine Erkältung bekommt. Worauf seine Mutter ins Zimmer gestürmt kommt, sofort umarmt und zu ihm sagt, du wirst sterben von dieser Erkältung, du brauchst schnell etwas, du musst schnell wieder gesund werden. Und er seiner Mutter dann beweisen will, nein, ich bin doch nicht krank, stellt sich in Unterhose aufs Dach und sagt, ja, ich bin nicht krank. Darum hat er sich dann doch am nächsten Tag der Ausführung eben die Erkältung angezogen. Neko merkt es natürlich sofort wegen ihrem eigenen Gesundheitszustand, bringt ihn eben ins Krankenzimmer, bietet ihm dort auch an, dass sollte er gegen Gazo verlieren, dass er doch mit ihr tanzen könne. Hofft aber natürlich, dass es zu dem gar nicht erst kommt und holt dann eben die Getränke und in der Zeit wird eben Masamune von Kikune, die eine von den Leibwachen von Aki entführt, während er im Krankenzimmer schläft. Was währenddessen auch passiert ist, dass Gazo sich versucht umzuziehen, will in seine Klasse rein und findet dort die ganzen Mädchen vor sich, die sich ebenfalls gerade für das Stück umziehen und wird natürlich sofort mit Taschen und Flaschen und sonstigen Sachen beworfen, damit er aus dem Zimmer rausfliegt. Worauf ihm dann die böse Hexe Yoshino deutet, sie kennt einen Ort, wo er sich in Ruhe umziehen kann, wo niemand ist. Und sperrt ihn dann eben in den Geräteschuppen ein, damit der sein Stück nicht aufführen kann. Das heißt, wir haben eben Yoshino, die Gazo entführt, und Kikune, die Masamune entführt. Und bevor ich das Ganze hier beende, wir erfahren noch eine sehr interessante Sache über Gazo. Nämlich, dass er wirklich ein Hochstapler ist. Und er es selber sogar weiß. Was irgendwie Sinn machen würde. Ich meine, es hätte natürlich sein können, dass Aki sich, nachdem Masamune weggezogen ist, als sie noch Kinder waren, sie sich einen Ersatz Masamune gesucht hat und Gazo wirklich den Spitznamen Masamune gab. Etwas unlogisch, hätte aber durchaus der Fall sein können, ist es aber nicht. Er weiß genau, dass er ein Hochstapler ist, doch seine Familie ist seit vielen Jahren arm. Um aus dieser Armut rauszukommen, will er eben in Akis Familie einheiraten und wurde auf einer Feier von der, ich glaube, es war die Sekretärin von Akis Vater angesprochen
und eben verwechselt mit dem echten Masamune. Das Ganze erfahren wir in einem Flashback und danach meint er noch, dass Makabe keine Konkurrenz für ihn darstellen sollte. Der Einzige, der eine Konkurrenz für ihn darstellt, ist der echte Masamune. Und ironischerweise ist Makabe der echte Masamune. Masamune Makabe. Ich bin echt schon gespannt, was in der nächsten Episode passiert. Persönlich hoffe ich natürlich für ein Happy Ending mit Yoshino. Für welches Team seid ihr? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wir sehen uns bei der nächsten und wahrscheinlich letzten Folge von Masamune-kun's Revenge.